70 Jahre, das ist heutzutage eigentlich ein durchaus rüstiges Alter, aber trotzdem stellen viele rund um diesen Geburtstag die Frage, wie lange macht sie es wohl noch, die NATO? Denn US-Präsident Donald Trump zum Beispiel gilt bereits als ihr Totengräber. Dass Trump kein Fan der NATO ist, hat er immer wieder bekundet und die USA werden ja auch ab dem Jahre 2021 ihren Beitrag zur Finanzierung der NATO reduzieren. Das hat die US-Regierung letzte Woche entschieden. Vielleicht ist aber auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron der Totengräber der NATO. Er hat ihr immerhin schon den Hirntod attestiert, was innerhalb des Bündnisses für viel Ärger gesorgt hat. Professor Johannes Fawig ist Politikwissenschaftler an der Universität Halle-Wittenberg und beschäftigt sich dort mit internationalen Beziehungen und europäischer Politik. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Glab. Für wie lebensfähig halten Sie denn die NATO? Ja, im Moment ist sie in schwerem Fahrwasser. Allerdings muss man unterscheiden. Operativ, also das, was sie militärisch macht, da ist sie eigentlich ganz gut aufgestellt. Da hat sie sich in den vergangenen Jahren wirklich modernisiert. Und die Aufgaben, die sie politisch machen soll, kann sie militärisch wirklich besser als je zuvor. Politisch ist sie aber in wirklich schwerem Fahrwasser, eigentlich auch so schwer wie nie zuvor. Insofern ein seltsamer Doppelbefund zu diesem Geburtstagsgipfel. Gegründet worden ist die NATO als transatlantisches westliches Verteidigungsbündnis und zwar zum Schutz gegen die damalige Sowjetunion und ihre Verbündeten. Das sind Voraussetzungen, die es so nicht mehr gibt. Ist die NATO also überflüssig geworden und braucht sie, wenn sie weiter bestehen soll, eine neue Funktion, eine neue Rolle, vielleicht die einer Weltpolizei, wie sich das der französische Präsident vorstellt? Nein, das glaube ich nicht. Diese Debatte, die gibt es wirklich seit Jahren und die NATO war in der Öffentlichkeit ganz oft in der Krise und immer am Ende und das Totenglöcklein sozusagen wurde sehr oft geläutet. Das war eigentlich immer falsch, weil die NATO war immer relevant und ich glaube, das ist auch heute falsch, weil die Interessenslagen der Mitglieder doch so sind, dass die meisten am Ende dann doch zu dem Ergebnis kommen, dass die NATO wichtig ist. Es ist aber schon ein bisschen absurd. Der eigentlich 70-jährige Geburtstag, der war ja schon im April und da hat man es nicht geschafft, einen Gipfel der Staats- und Regierungschefs hinzubekommen. Jetzt in London ist das gelungen, aber eigentlich haben alle Angst davor, dass der Laden wirklich auseinanderfliegt. Insofern, es ist schon eine sehr, sehr ernste Lage für die NATO im Moment. Um sich klarzumachen, wie relevant die NATO unter Umständen ist, sollte man vielleicht mal die umgekehrte Frage stellen. Was würde passieren, wenn die NATO sich auflösen würde, wenn es sie einfach nicht mehr gäbe? Das kann man ja mal durchgehen, was dann passieren würde. Ich glaube, dann würden die Sicherheitspolitik sich renationalisieren. Dann würden alle Staaten in bilateralen Formaten ihr Heil suchen. Dann wäre ein noch größeres Durcheinander, als es heute wäre. Und die Hoffnung, dass etwa dann die Europäische Union sich selber verteidigen könnte, ich glaube, die kann man nicht haben. Das war ja eigentlich die Idee von Macron, dass man sagt, lass uns das doch als Europäer alleine machen. Ich glaube aber, die Europäer sind nicht in der Lage, das alleine zu machen. Man braucht die Führungsrolle der Amerikaner. Und das stellt sich heute anders dar, weil die Amerikaner eben nicht mehr so viel für europäische Sicherheit investieren wollen, weil sie einen anderen Blick haben, zum Beispiel nach China. Und da erwarten sie, dass die Europäer mehr tun und auch ihre, also die amerikanischen Interessen mit Blick auf China mehr berücksichtigen. Das ist einer der Auseinandersetzungen, um die es geht heute in London. Den einstigen Gegner der NATO, die Sowjetunion, gibt es ja wie gesagt so nicht mehr, aber es gibt ja trotzdem Russland als den mächtigsten Nachfolgestaat der Sowjetunion. Beide Seiten sind zwar im Rahmen des NATO-Russland-Rates immer wieder in Kontakt, aber ihr Verhältnis zueinander ist auch immer wieder Schwankungen unterworfen. Was meinen Sie, wie wichtig und wie gefährlich sind die NATO und Russland füreinander? Also zunächst muss man mal feststellen, dass das russische Verhalten dazu geführt hat, dass die NATO sich 2014 nach der Annexion der Krim wieder zusammengerauft hat. Auch da war die NATO ja nicht in besonders gutem Fahrwasser. Viele sagen, die saß schon im Seniorenstift gewissermaßen. Und das russische Verhalten hat dann dazu geführt, dass die NATO wieder relevanter wurde. Und an dem russischen Verhalten hat sich leider nichts geändert. Russland ist ein Problem für europäische Sicherheit. Und die baltischen Staaten etwa, also die NATO-Mitglieder im Baltikum, fühlen sich direkt von Russland bedroht. Und ein Großteil der Bemühungen der NATO der vergangenen Jahre hat sich eben darauf gerichtet, dass man die sogenannte Abschreckungsfähigkeit gegen Russland wiederherstellt. Die NATO sieht Russland ganz gewiss nicht als Feind oder Gegner, aber sie will verhindern, dass Russland irgendwelche militärische Abenteuer bei ihren Mitgliedern macht. Und das hat sie ganz gut geschafft in den vergangenen Jahren. Ich glaube, Russland kommt nicht im Traum auf die Idee, das Baltikum anzugreifen, aber nur deshalb nicht, weil die NATO abschreckungsfähig ist. Das heißt, durch die
Stärke der NATO stabilisiert sie die internationale Lage. Jetzt muss sie aber einen nächsten Schritt machen, indem sie das Verhältnis zu Russland wieder politisch begradigt sozusagen. Man muss also darüber reden, wie man Russland besser wieder in die europäische Sicherheitsarchitektur einbindet. Und da gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen in der NATO. Die Franzosen wollen was ganz anderes als die Amerikaner. Und das muss jetzt irgendwie unter einen Hut gebracht werden. Eine Expertengruppe soll ja jetzt gewissermaßen Therapievorschläge für die NATO entwerfen, für all diese Defizite, über die wir ja schon gesprochen haben. Was kann da Ihrer Ansicht nach bei herauskommen? Ich glaube, das ist nicht die allerbeste Idee, diese Expertengruppe. Das ist ein Vorschlag aus dem Auswärtigen Amt, also aus Deutschland. Und das soll den Versuch machen, gewissermaßen da ein bisschen jetzt die Stimmung zu verbessern. Aber das wird nicht das wirksame Instrument sein. Die Staats- und Regierungschefs müssen sich wieder zusammenraufen und darauf besinnen, was die NATO ist und was sie tun soll. Und die Vision, was sie tun soll, ist so ein bisschen aus dem Auge geraten sozusagen. Und da hilft auch keine Expertengruppe. Die großen wichtigen Staaten, Türkei, Frankreich, Amerika, Großbritannien, Deutschland, Polen, die müssen sich zusammenraufen und eine gemeinsame Vorstellung entwickeln. Und dann wird die NATO auch wieder politisch besser. Das kann keine Expertengruppe erreichen. Vorausgesetzt, die NATO erlebt auch ihren 75. Geburtstag. In welcher Verfassung wird sie dann sein und wie wird sie aussehen? Was meinen Sie? Ja, wir leben schon in einer Weltordnung, die sehr instabil ist und Disruption sozusagen ist an der Tagesordnung. Und dass wir jetzt in unserem Gespräch heute darüber nachdenken, ob die NATO es noch 5 Jahre macht, das zeigt ja eigentlich das ganze Dilemma. Wir leben in einer unruhigen Welt und ich würde dazu raten, dass man die Stabilitätsanker, die man hat, also internationale Organisationen wie die NATO, dass man die nicht weiter beschädigt, sondern einfach da versucht, mehr Konsens in diesen Fragen zu erreichen. Das würde internationale Politik stabilisieren. Wenn man das aufs Spiel setzt, destabilisiert man die Lage. Sagt Professor Johannes Fawig, Politikwissenschaftler an der Universität Halle-Wittenberg mit Spezialgebiet internationale Beziehungen und europäische Politik. Gesprochen haben wir kurz vor Beginn des NATO-Gipfels in London über das Thema heute Morgen hier in hr-info. Zum Geburtstag viel Ärger. Die NATO wird 70.